Schönen guten Morgen zusammen. Wie geht's euch? Wie geht's euch? Hey, es ist so ein Privileg, über More Fun prägen zu dürfen. Weil, also ich sage von mir, ich bin ein Fröhlicher und ich liebe Späße. Ich mache gerne Späße. Und lass mich auch ab und zu gerne mal verarschen. aber ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schwer es mir gefallen ist, eine Predigt darüber zu machen. Es ist unglaublich. Es ist wirklich unglaublich. Und ich hab mir gedacht, Gott, du machst einen Spaß mit mir. Ich glaube, du machst einen Spaß mit mir. Aber ich nehme die Challenge an, habe ich gesagt. Weil ich kann wissen, weil Gott es in seinem Wort sagt, dass er immer bei mir ist, dass er durch mich redet. Und mir hat er die Autorität gegeben, indem das Ben gesagt hat, du darfst hier predigen. Hat er mir Autorität gegeben und ich möchte diese annehmen. Und ich weiß, durch ihn, nur durch ihn, kommen die Worte, die er braucht, in euer Herz rein. Nicht durch mich. Durch ihn. Halleluja. Und genau das ist es, was uns auch Freude bereitet, wenn wir Gott einfach vertrauen. Es ist so viel einfacher, Freude zu haben, wenn wir vertrauen können. Wenn wir uns Sorgen machen, wird es schwierig, sich zu freuen. Auch Späße zu machen. Ist es nicht so? Und ich habe zu Gott wirklich gesagt, ich möchte lustige Sachen mit dir erleben, wenn ich jetzt, damit ich in der Predigt natürlich darüber predigen kann, oder? Also gewisse Sachen sind erst ziemlich am Schluss gekommen, oder? Also er hat mich richtig warten lassen. Ja. Auf jeden Fall ist es so, dass Gott, er ist der, der am Anfang war. Er ist der Freude und Fun erfunden hat. Er ist der das gemacht hat. Ich meine, wie schön ist es, wenn man sich freuen kann? Wie schön ist es, wenn man über einen Witz lachen kann? Ist es nicht schön? Das tut doch gut. Also eben, wenn ich so den Lachanfall Habt ihr schon mal einen Lachenfall gehabt? Also ich meistens in der Schule. Dann, wenn man nicht darf. Dann hat es nur immer so gemacht. Und dann haben alle gelacht. Also so ging es mir. Ich habe es geliebt. Nur die Lehrer natürlich nicht so. Ja, eben der erste Spaß, der Gott mit mir gemacht hat, ist, ich bin hier vorne gesessen und ich so, was ist überhaupt der Titel von der heutigen Predigt? Ich so, oh, vergessen. Ich habe vergessen den Titel für die Predigt. Ja, okay, kein Problem. Was machen wir heute für einen Titel? Ich sage, more fun every day. Jeden Tag mehr Spaß oder auch mehr Freude. Weil der Duden sagt uns, habe das gegoogelt natürlich, oder? Was heißt Spaß? Oder Fun gleich Spaß. Ausgelassen, scherzhafte, lustige Äußerung oder Handlung, die auf Heiterkeit, Gelächter abzielt oder ein Scherz zum Beispiel. Es kann natürlich ein gelungener Scherz sein oder ein gelungener Spaß, harmloser oder ein alberner. Aber es kann ein schlechter Spaß sein. Für manche hier drin. Das werden wir heute noch merken. Ich meine, das war doch nur ein Spaß. Kennt ihr das? Kennt ihr das? Wenn man manchmal so, das war doch nur ein Spaß. Ah, okay. Ich meine, schon wieder ein bisschen aufgeheitert. Oder dieser Spaß ging aber zu weit. Das gibt's auch. Ja. Und vielleicht habt ihr auch mal jemanden
Gibt es jemanden im Umkreis von euch, die vielleicht keinen Spaß verstehen? Und kennt ihr das? Man muss vorsichtig sein, was man sagt. Man muss vorsichtig sein. Aber das geht uns doch allen so. Manchmal ist man in einer Situation, wo man einfach nicht so Freude hat. Und dann macht jemand einen Spaß und man verträgt den Spaß gerade nicht. Wenn man aber gut drauf ist, kann man den gleichen Spaß machen und es ist kein Problem. Ja, meine Tochter, oder? Ich habe gesagt, du musst heute lachen, wenn ich etwas sage. Nein, habe ich nicht gesagt, natürlich. Okay. Der Duden sagt auch, es gibt Redensarten, Sprichwörter. Ein bisschen Spaß muss sein. Ich singe jetzt nicht weiter, weil ich kann das nicht. Oder Spaß beiseite. Jetzt wird's ernst. Kennt ihr das? Spaß beiseite. Und oder was ist das Gegenteil von Spaß? Im Ernst. Genau. Und heute habe ich die Titelpredigt geändert und wir reden über Ernst. Seid ihr bereit? Ja. Nein. Also was ich mir gedacht habe, ist, ich habe früher so viele Witze erzählt, bis mir dann Nadja gesagt hat, über das macht man keine Witze mehr. Und dann musste ich aber ihr auch wirklich Recht geben, dass man über gewisse Sachen einfach keine Witze macht. Und das ist mir wirklich schwer gefallen, ich gebe es zu. Aber ich habe hier doch zwei, von ein paar Witzen ist das immer kleiner geworden, zwei Witze habe ich für euch. Also bitte lachen, weil sonst, sonst wird es nicht lustig. Vielleicht ist es ein schlechter Spaß, ich weiß nicht. Okay, wer war die erste Fußballmannschaft? Ich meine, ich habe Fußball gespielt, oder? Darum, ich sag's euch. Jesus und seine Jünger. Denn in der Bibel steht, Jesus stand im Tor von Nazareth und seine Jünger standen abseits. Also, Jesus liebt Fußball? Keine Frage. Aber er ist Torhüter, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Okay, dann ein bisschen anderer Witz. Und denkt daran, ich mache jetzt nur Spaß. Ist das okay für euch? Okay, ich bin mir da noch nicht sicher, ihr seid so skeptisch. Okay, Adam sitzt im Paradies, ihm ist langweilig. So sagt er eines Tages zum lieben Gott, kannst du mir nicht jemand machen, der nett, schön, intelligent und zum Liebhaben ist. Antwort, ja klar, dafür bräuchte ich allerdings deinen rechten Arm und dein linkes Bein. Nach kurzem Überlegen fragt Adam, was kriege ich denn für eine Rippe? Oh, was passiert jetzt in den Frauen? Das war ein schlechter Spaß. Über so Sachen macht man keine Witze. Merkt ihr, was passiert? Merkt ihr, was manchmal passieren kann, wenn man so Witze macht? Und das, und das, und das sagt ein Prediger auf der Bühne. Das gibt's doch gar nicht. Merkt ihr das? Aber wenn ihr Gott ansieht, wenn ihr wisst, dass Gott euch jede einzige Sünde, jeden einzigen Witz, den ihr je gemacht habt, jeden Menschen, den ihr verarscht habt, obwohl ihr vielleicht das nicht irgendwie böse gemeint habt, aber ihm trotzdem Schmerzen zugefügt hat, hat er euch vergeben. Wisst ihr das? Er schaut nicht zurück und sagt, ja, aber du hast da dazu mal auf der Bühne, hast du gepredigt und so ein... Er sagt es nicht. Aber es soll natürlich weise sein, was wir sagen oder nicht. Darum habe ich zu euch gesagt, denkt daran, es ist nur ein Witz. Es war kein guter Witz vielleicht. Weil Gott sagt etwas anderes in seinem Wort. Und das ist die Wahrheit und nicht das, was hier drin steht. Okay? Seid ihr wieder versöhnt mit mir? Ist es okay? Gut. Okay. Also,
Wir lassen nachher ein kurzes Video laufen. Ich meine, das ist meine Art von Witz oder von Prank oder von Verarsche, die ich liebe. Also wenn ich das anschaue, ich kann nicht mehr. Und es wäre zu lange gegangen, ich muss euch ganz kurz erklären, was da passiert. Stell dir vor, du bist am Strand, voll Sand vielleicht oder was auch immer, und du denkst, ich brauche jetzt eine Dusche. Outdoor, am Strand, oder? Und du fängst an, dich einschamponieren, oder? Und schau gut zu. Yo, that's not coming out. Okay. Es tut mir leid, aber ich muss. Das hat mal einer bei mir, als wir Fußball gespielt haben, oder? Und am Duschen waren, hat das einer bei mir gemacht. Zum Glück ging es nicht so lange, aber ich konnte auch darüber lachen. Aber im ersten Moment, ich denke mir, auf was für Ideen kommen die Leute, um sowas zu. Aber ich bin dankbar dafür. Weil ich kann darüber lachen. Ich kann darüber lachen. Und wie viel schöner ist es, wenn man über so Sachen lachen kann, wenn es einem selber passiert. Und ich bin davon überzeugt, dass wir das auch können oder besser können, wenn wir Freude in uns haben. Wenn wir fröhlich sind. Dann können wir über uns lachen. Und genau, jetzt haben wir den Teil angeschaut mit Witze oder was der Duden sagt. Er sagt eben ausgelassene, scherzhafte, lustige Äußerungen, Handlungen und so weiter. Und es gibt aber noch einen zweiten Teil, was der Duden sagt, und das ist eben Freude. Freude, Vergnügen, dass man an einem bestimmten Tun hat. An etwas, was man macht, dass man Freude hat, Vergnügen hat. Und was ist? Ha? Okay. Also, kennt ihr das? So ein Ding habt ihr auch noch nie verarscht gehabt, oder? Also ein Ding haben sie auch noch nie verarscht gehabt, oder? Okay, jetzt habe ich schon jemanden erwischt. Das waren Witze früher, die wir gemacht haben. Wir haben etwas gesagt. Und wir haben es so gesagt, dass es eben nichts richtig ist. Also, wir haben gestern mit dem Kaffee vorn gegessen. Nur so, ha? Und dann haben wir gelacht. Du hast ha gesagt. Kennt ihr das nicht? Also, wenn ich nochmal in der Predigt so etwas mache und ihr versteht es nicht, dann habe ich euch erwischt. Okay? Einfach bitte gut aufpassen. Okay, jetzt geht's weiter. Okay, ich liebe die Sprichwörter. Kennt ihr die? Die Sprüche in der Bibel. Kennt ihr die? Ich liebe sie. Und es macht mir wirklich Spaß, diese zu lesen. Ich
Ich habe es wieder gemerkt bei der Vorbereitung. Und ich möchte euch schnell vorlesen, auch Sprüche, also was die, für was das die Sprüche überhaupt sind. Sprüche 1 bis 3. Dies sind die Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel, die dazu dienen, dass man Weisheit und Unterweisung erkenne und verständige Reden verstehe. Dass man Unterweisung empfange, die einsichtig macht, Gerechtigkeit, Recht und Aufrichtigkeit. Damit den Unverständigen Klugheit verliehen werde, den jungen Männern Erkenntnis und Besonnenheit. Wer weise ist, der hört darauf und vermehrt seine Kenntnisse. Und wer verständig ist, eignet sich weise Lebensführungen an, damit er den Spruch und die bildliche Rede verstehe, die Worte der Weisen und ihr Rätsel. Jetzt gut zuhören. Die Frucht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Nur Toren oder Narren verachten Weisheit und Zucht. Höre, mein Sohn, auf die Unterweisung deines Vaters und verwirf nicht die Lehre deiner Mutter. Denn sie sind ein schöner Kranz für dein Haupt und ein Schmuck um deinen Hals. Möchtet ihr das auch haben? Also, ich weiß nicht, wenn ich das lese, ein Schmuck um den Hals und etwas auf dem, so ein Kranz auf dem Kopf zu haben, ob ich das möchte. Das war ein Spaß, hallo. Nein, aber ihr seht, für uns sind die Sprichwörter so etwas Cooles. Und wir lesen jetzt mal, also ich finde, Gott hat so viel auch Witz oder Wortgewandtheiten, Sprüche reingenommen, die wir heute noch brauchen und die lustig sind. Wir gehen die ganz kurz miteinander durch. Ihr Frauen, gut zu hören. Zuerst gehen wir natürlich Ladies first, dann kommen die Männer und dann die Narren. Okay, Sprüche 21, 19. Besser ist's, in der Wüste zu wohnen, als bei einer zänkischen und zornigen Frau. Sprüche 25, 24. Es ist besser, in einem Winkel auf dem Dach zu wohnen, als gemeinsam mit einer zänkischen Frau in einem Haus. Sprüche 27, 15 bis 16. Eine zänkische Frau und ein triefendes Dach. Wenn es sehr regnet, lassen sich miteinander vergleichen. Wer sie aufhalten will, der will den Wind aufhalten und will Öl mit der Hand fassen. Krass! Aber ihr seid ja auch keine zänkischen Frauen. Also könnt ihr auch darüber lachen. Also ganz einfach. Und ihr Männer. Eine Frage an euch. Wer von euch ist weise? Okay, wir gehen mal in Sprüche 26, 12. Siehst du einen Mann, der sich selbst für weise hält? So kannst du für einen Toren mehr Hoffnung haben als für ihn. Okay, ich weiß, alle, die jetzt die Hand aufgehebt haben, ihr wisst, und das ist ein Unterschied, hört gut zu. Wer Jesus in euch ist, er ist eure Weisheit. Und wenn du so davon überzeugt bist, wenn man dich fragt, bist du weise? Und du weißt zu 100%, Jesus ist in mir, er ist meine Weisheit, ja, dann bist du weise. Weil du weißt, du sprichst, wenn du es nicht ausgesprochen hast, ja, dann ist es beim Empfänger halt so nicht angekommen. Aber wisst ihr, was ich meine? Jesus lebt in uns, er ist unsere Weisheit. Amen? Okay, ihr Männer. Sprüche 25, 28. Wie eine Stadt mit niedergerissenen Mauern, so ist ein Mann, der seinen Geist nicht beherrschen kann. Sprüche 26, 21. Zur Glut braucht es Kohlen und zum Feuer Holz. Und um Streit anzufangen, einen zänkischen Mann. Auch hier der zänkische Frau, zänkische Mann. Aber ihr seid keine zänkischen Männer. Hier geht kein Streit ein. Oder? Amen? Gut. Jetzt gehen wir noch zu Narren. Die Narren. Sprüche 26, 11. Wie ein Hund, der zu seinem Gespeit zurückkehrt, so ist ein Narr, der seine Dummheit wiederholt.
Und wenn ich das lese, denke ich mir, Roni, wie viel Mal hast du Dummheiten wiederholt? Und ich muss darüber lachen, weil ich weiß, dass Gott mir vergeben hat. Und dass wenn ich in ihm bleibe, wenn ich sage, Jesus, ich brauche dich, damit ich die Dummheiten nicht mehr mache, damit ich das nicht wiederhole. Ich brauche dich, weil ich schaffe es nicht. Ich schaffe es einfach nicht. Und das ist wirklich ein Schlüssel. Es ist wirklich, ich wiederhole das heute sicher noch ein paar Mal. Es ist wirklich ein Schlüssel, dass wir wissen, durch uns werden wir all die Dummheiten in Sprüche nochmal machen. Das ist ja auch gut zu überlegen, was heißt es da? Aber wir sind im neuen Bund. Wir haben die Vergebung von Gott. Aber trotzdem sind es Weisheiten, die wir darüber nachdenken sollen, damit wir wissen, was für uns gut ist und was nicht für uns gut ist. Amen? Das muss ich noch kurz vorlesen. Sprüche 27, 17. Wenn du den Narren im Mörser mit der Keule zu Grütze zerstößt, so weicht auch seine Narrheit nicht von ihm. Also Gott hat... Also es ist spannend, wie er so Sachen sagt. Eben andere finden das jetzt lustig, andere sagen, oh Gott. Aber ich finde, er macht es so bildlich, dass er sagt, oh, ich möchte kein Narr sein. Also ich möchte kein Narr sein, wenn ich das lese. Genau. Und noch einfach so ein allgemeines Sprüche 26, Vers 14. Die Türe dreht sich in der Angel und der Faule in seinem Bett. Hat der Faule seine Hand in die Schüssel gesteckt, so wird es ihm zu schwer, sie zum Mund zurückzubringen. Also Gott hat da richtig mal gezeigt mit den Sprüchen, dass er auch Humor hat. Finde ich. Also ich finde das richtig, richtig cool, dass Gott, ich meine, ich weiß nicht, wie du dir den Gott vorstellst, aber mit so Sprüchen macht er es irgendwie so für mich jetzt zu mehr freundschaftlich. Weil auch, ich meine, unter Freunden lässt man auch mal so ein bisschen etwas Lustiges, einen Spruch laufen und so. Und das ist für mich so wie, hey, es ist so cool, solche Sprüche zu hören. Ich meine, Sprüche 30, 33. Denn schlägt man die Milch, so gibt es Butter. Und schlägt man die Nase, so gibt es Blut. Und schlägt man den Zorn, so gibt es Streit. Das ist eigentlich so ganz einfache Lebensweisheiten. Und ich finde das mega lustig. Und es macht wirklich Spaß, darin zu laufen. Und ich weiß nicht, ich meine, Religiosität macht mir eigentlich keinen Spaß, aber wenn ich manchmal so zurückschaue und so gewisse Sachen sehe, wie wir uns verhalten, dann finde ich das manchmal sehr, sehr, sehr witzig. Und zwar, ich gebe euch ein Beispiel. Wer betet, bevor er etwas isst? Wer betet? Genau. Okay, Frage. Betet ihr vor der Vorspeise? Oder wenn es ein Aperitif gibt, wird er auch schon gebetet über das? Oder kennt ihr das, wenn jemand bei euch ist, zum Beispiel ein Pfarrer oder jemand, der geistig halt so stark ist? Wer betet am Tisch? Oder wer sollte dann beten? Meistens sagen wir, bete du, weil das Gebet ist ja vielleicht noch kräftiger und noch besser. Merkt ihr etwas? Wir haben das Gefühl, dass das, was wir beten, gar nicht genügt. Und manchmal, ich denke mir so, hey, diese Autorität zu haben, dieses Wissen über eure Identität, wer ihr seid, wer in euch lebt, das spielt keine Rolle. Es spielt keine Rolle. Gott braucht die Schwachen. Er sagt, in unserer Schwäche ist er stark. Er braucht dich. Und wir machen manchmal so religiöse Sachen. Ich meine, dann müsstest du auch beten, wenn du einen Cappuccino nimmst. Aber da ist ein bisschen Schokolade drauf. Machst du das? Oder? Also, merkt ihr das? Oh, jetzt haben wir vergessen zu beten. Jetzt ist der,
ist das Essen wieder nicht. Es ist wieder nicht gesegnet. Oh. Merkt ihr das? Religiosität. Genau. Und ich habe so eben das, was der Duden sagt, Freude, Vergnügen, das man an einem bestimmten Tun hat. Was können wir tun, damit wir eben diese Freude bekommen? Was können wir tun? Lass dich von Gott führen. Lass dich von Gott führen. Auf Englisch gibt es Guidance, sagt man, glaube ich, Guidance, das heißt Orientierungshilfe oder die Leitung, die Führung, die Anleitung. Und ich habe da ein gutes Beispiel gehört, das mir geholfen hat. Welches englische Wort ist im zweiten Teil von dem Wort Guidance? Genau. Dance. Und dass die anderen Worte, das G und das U und das I, God, you and I dance. Mit Gott zusammen gehen wir durch. Jetzt, ich weiß nicht, die Frauen kennen es sicher besser oder Männer, die tanzen können. Ich kann das nicht. Nicht so gut auf jeden Fall. Vielleicht schon ein bisschen so, aber mehr auch nicht so. Vielleicht noch den oder so. Und ihr wisst, dass wenn man sich gut führen lässt, ein sehr guter Tänzer da ist und du kannst dich gut führen lassen, dann schaut es aus, wie du extrem gut tanzen kannst alleine. Aber du musst dich führen lassen. Das muss man können. Man muss sich gehen lassen, man muss vertrauen können. Und Führung von Gott heißt, Gott tanzt mit uns. Er wählt die Musik, er wählt die Geschwindigkeit, er wählt den Rhythmus. Und wir vertrauen ihm während dem Tanzen. Wir lassen los. Das kann man nur machen, wenn man Vertrauen hat. Wisst ihr das? Wenn ihr Glauben habt, dass dieser Mann oder diese Frau tanzen kann und mich führen kann. Wenn ihr das glaubt. Wenn ihr das nicht glaubt, dann fangt ihr an, dagegen zu stemmen. Und dann funktioniert es nicht. Es ist keine Einheit mehr. Und es ist so schön zu wissen, dass wir mit Gott durch den Tag und durch die Welt tanzen können. Amen. Gott ist der Ursprung der Freude. Wir lesen Psalm 5, 12 und 13. Aber alle werden sich freuen. Alle, die auf dich vertrauen. Ewiglich werden sie jubeln. Oh mein Gott, ewiglich werden sie jubeln. Denn du wirst sie beschirmen und fröhlich werden sein in dir, die deinen Namen lieben. Denn du, Herr, segnest den Gerechten, du umgibst ihn mit Gnade wie mit einem Schild. Weißt du, dass du gerecht bist? Nicht aus deinen Taten, sondern weil Jesus für dich gestorben ist. Als Ben vorher gesagt hat, was das Blut auch heißt. Das Blut fließt über uns. Gott schaut nie mehr auf unsere Sünden. Wir gehören in seine Familie rein. Wir sind gerecht durch sein Blut. Nicht aus unseren Taten. Halleluja! Denn ich habe vielleicht etwas Schlechtes gemacht, einen schlechten Witz gemacht über die Kosten der anderen oder was auch immer. Er hat mir vergeben. Und nun, weil ich das verstanden habe, dass mir vergeben worden ist, weil ich das verstanden habe, möchte ich den anderen gar nicht mehr kränken. Ich möchte gar keine schlechten Witze mehr über den machen. Das geht gegen dich, weil du verstanden hast, dass Gott dich so wahnsinnig liebt. Amen. Gott ist so gut. Oh, musst du was zurück. Gott ist eben, wie gesagt, er ist der Erfinder von der Freude. Er möchte, dass wir uns freuen,
Und das betont er immer und immer wieder in seinem Wort. Und Jesus war das Vorbild. Er war das Vorbild bezüglich Freude. Also nicht nur bezüglich Freude, aber auch vor allem in der Freude auch. Also ich behaupte, er war der fröhlichste Mensch, der je bis jetzt auf dieser Erde gelebt hat. Warum? Weil er sich abhängig gemacht hat von Gott. Er sagt, ich kann nichts machen. Ich mache nur das, was ich Gott hören sage und was er mir zeigt. Er hat sich so abhängig gemacht von Gott. Und er war der Fröhlichste. Und das möchte ich meine, wie kann man überhaupt dahin kommen, permanent Freude im Herzen zu haben? Wie geht das? Geht das überhaupt? Sonst würde uns Gott uns das nicht irgendwie auffordern, auch in 1. Thessalonich, da kommen wir nachher dazu. Sagt Paulus, freut euch alle Zeit. Und im Philipper 4 schreibt er, aus dem Gefängnis, freut euch in dem Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Diese Aufforderung macht eine Sache auch ganz klar. Freude ist nicht nur eine emotionale Reaktion auf etwas Schönes. Habt ihr gehört? Es ist nicht nur eine Reaktion, eine emotionale Reaktion auf etwas Schönes, das gerade passiert ist oder was ich gerade bekommen habe, sondern es ist eine Entscheidung. Eine Entscheidung, Gottes Wort zu glauben, dass es so ist, wie er es sagt. More fun every day. Jeden Tag. Das Beste, was ihr machen könnt, etwas vom Besten, was ihr machen könnt, ist am Morgen aufstehen und sagen, Vater im Himmel, was hast du mit mir heute Morgen vor? Was hast du vor mit mir? Wo gehen wir durch? Wo bringen wir mehr Fun, mehr Freude? Wo bringen wir Heilung? Was hast du für mich vorbereitet? Ich brauche dich. Ich brauche dich. Ich will genau das machen, was Jesus gemacht hat. Ich will nur das machen, was ich dich hören sage oder was ich dich sehe, was du machst. Ich möchte das machen. Im Geistigen. Wisst ihr, es gibt, jeder Mensch weiß, Körper, Geist und Seele. Körper, Geist und Seele. Und wir leben aus dem Geist. Wir Christen leben aus dem Geist. Wir sehen Sachen, weil es geschrieben steht. Sehen wir Sachen, was uns gehört. Und wisst ihr was, wie viel Freude, ich danke, jetzt war ich nichts wahr, aus Freude, weil ich weiß nicht, wie ich leben kann, wenn ich Gott nicht habe. Und mir tun die Leute leid, die Gott nicht haben. Es ist unglaublich. Ich bin so dankbar, dass ich Gott habe und ich weiß, ich bin so abhängig von ihm. Ich schwöre euch, wirklich. Beim Vorbereiten der Predigt, ich habe gesagt, ich bin eigentlich ein fröhlicher Mensch, aber ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe schon ein paar Sachen, aber es ist nicht, hey, ich war so lange wieder auf und ich habe gesagt, aber ich wusste von Anfang an, Gott wird mich brauchen. Das hat er mir, für mich habe ich das so aufgenommen. Er hat mir gesagt, ich werde dir die Worte ins Herz geben. Du musst dir nicht sorgen. Und ich gehe und bleibe bis 4 Uhr wach, weil ich denke, ich muss noch das und das machen. Seht ihr das? Eigentlich, wie paradox das eigentlich ist. Er sagt einem etwas, aber man versucht es trotzdem noch in seinen Händen zu halten. Und dann sage ich, Gott, du bist so lustig. Weil es ist genau das, wenn ich meine Kinder anschaue und ich sehe, dass die ab und zu etwas probieren, wo ich denke, oh, das wird jetzt schwierig werden. Irgendwann kommen sie und sagen, Papa, kannst du mir helfen? Merkt ihr etwas? Wir sind manchmal genau gleich. Und ich glaube, Gott lacht. Nicht,
Er lacht uns nicht aus, aber er lacht oder er schmunzelt darüber, wie ich das vielleicht bei meinen Kindern mache oder vielleicht auch bei meinen Kunden. Im Fitness, man sagt etwas und sie machen es trotzdem anders, aber du weißt, wenn sie das genauso machen, wie ich sage, dann kommt es gut. Und Gott denkt, ich glaube, dass Gott das gleiche über uns denkt. Er sagt, ich liebe dich von ganzem Herzen. Auch wenn du es jetzt wieder von alleine probierst. Wenn du es wieder versuchst, besser zu machen. Anstatt, dass du dich führen lässt von mir. Dass du einfach vertraust. Wenn ich vertraut hätte, ich meine, meine Frau, oder? Sie kennt mich ja schon, oder? Jetzt kommt sie gerade rein. sie sagt zu mir so, und wie weit bist du mit der Predigt oder gestern so am Nachmittag? Sagt, kein Problem mehr, vielleicht noch eine Stunde oder so. Ja, sagt sie. Ich kenne dich. Na, wird es wieder 2, 3, 4. Ich sage, nein. Es kommt schon gut. Und jedes Mal ist es das Gleiche. Es ist unglaublich. Aber ich kann nicht anders. Ich weiß nicht, wieso. Ich habe zu Frau gesagt, ich kann nicht anders. Ich bin da. Und wisst ihr auch was? Ich genieße die Zeit mit Gott. Amen. Weil das ist wirklich eine Zeit, die ich wirklich mit Gott da bin und einfach sage, so, jetzt möchte ich mich fühlen lassen von deinem Wort. Und ich bin manchmal da, dann lese ich etwas, dann fange ich immer noch tiefer rein, immer noch tiefer. Und dann, wo war ich überhaupt? Und dann muss ich das irgendwie wieder zusammenbringen. Aber er hat es ja mir schon gesagt. Macht dir keine Sorgen. Freut euch alle Zeit. Und das ist ein Lieblingsvers, wo mich Ben auch ermutigt hat. Nimm diesen Vers, weil das bist du. Das bist du. 1. Thessalonicher 5, 16 bis 18. Freut euch, was auch immer geschieht. Oh mein Gott. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dankt Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Aha. Habt ihr das Letzte gelesen, was da steht? Habt ihr das wirklich verinnerlicht? Wenn du denkst, wie kann ich mich jeden Tag freuen? Wie geht das? Das geht gar nicht. Das stimmt gar nicht. Doch, es steht da drin. Und wenn es da drin steht, dann nehmen wir es und sagen, hier steht es drin und das möchte ich haben, Jesus, weil du in mir wohnst. Ich kann es nicht, aber du kannst. Das ist eine Entscheidung. Er hat gesagt, das gehört euch. Ich möchte, dass ihr euch freut, jeden Tag, alle Zeit, in jeder Lage. Und dass ihr dankbar seid. Hey, das ist so genial. Das ist so genial, das macht so viel Freude. Ich kann euch sagen, diese Verse, ich glaube, nur schon mit diesen 3 Versen, die habe ich so ernst genommen. Die habe ich genommen und gesagt, das ist genau das, was ich möchte. Und immer wenn schwierige Situationen kommen, wenn Sachen kommen, bringt mir der Heilige Geist das wieder in den Sinn und sagt, freut euch alle Zeit. Und warum können wir uns freuen? Warum? Weil steht, das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Aha. Jesus, das ist eine schwierige Situation. Du bist in mir, Jesus. Und ich sehe schon in der geistigen Welt, wie das Problem gelöst ist. Weil wenn ich Jesus frage, wie löst man das Problem, dann vielleicht bekommst du keine Antwort, aber du sagst auf einmal, du bist der Anfänger und Vollender von meinem Glauben. Du bist der, der die guten Werke schon vorbereitet hat. Ich vertraue dir, ich lasse mich führen. Mach du das Tempo, wenn es nicht gleich jetzt passiert, was du möchtest. Gib du den Rhythmus vor. Gib du die Lautstärke vor. Ich vertraue dir. Und das ist eine Entscheidung, Leute. Entscheidet euch jeden Tag und sagt, Vater im Himmel, ich möchte diese Freude haben. Das ist das, was mir gehört. Ich möchte lustig durchs Leben gehen. Ich weiß nicht, für mich war die Jugendzeit als Teenager sehr lustig.
Das hat mir so Spaß gemacht. Und es kann doch nicht sein, dass wenn der Ernst des Lebens, wo wir denken, auf einmal keine Freude mehr da ist. Es gibt's doch einfach nicht. Gott möchte, dass wir uns freuen. Und durch Jesus Christus hat er uns das möglich gemacht. Auch in schlechten Zeiten. Philipper 4:4-7 bestätigt das. Freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch. Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung euer Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allem Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Sorgt euch um nichts. Wenn wir mit ihm reden, das ist Gebet. Flehen und Danksagung. Ich bin nicht glücklich, Gott. Aber ich weiß, du hast es bereits gemacht für mich. Und ich kann es nicht, aber du kannst es, wenn du es willst. Und ich danke dir jetzt schon dafür, dass heute ein fröhlicher, ein guter Tag ist. Auch wenn ich es nicht glaube, aber ich glaube, du machst es. Du kannst es machen, das ist Glaube und ich vertraue dir. Und ich möchte euch anhand der Bibel auch beweisen, dass man sich freut, dass man traurig sein kann und sich gleichzeitig freuen kann. Glaubt ihr das? Man kann traurig sein, aber sich gleichzeitig freuen. Lesen wir im 2. Korinther 6,10. Wir erleben Dinge, die uns traurig machen und sind doch immer voll Freude. Wir sind arm und machen doch viele reich. Wir besitzen nichts und doch gehört uns alles. Ist das nicht kraftvoll? 2. Korinther 7,4. 2. Korinther 7,4. Ich bin sehr freimütig und euch gegenüber und rühme euch viel. Ich bin mit Trost erfüllt. Ich fließe über von Freude bei all unserer Bedrängnis. Die hatten nichts. Die hatten nichts und sie sagen, die Freude fließt über. Das verspricht uns Gott, wenn wir uns von ihm führen lassen, wenn wir ihm vertrauen. Und nochmals, dreimal, er bestätigt es hier wieder, nur schon im 2. Korinther 8, Vers 2. In einer großen Prüfung der Bedrängnis hat ihre überfließende Freude und ihre tiefe Armut die Schätze ihrer Freigebigkeit zutage gefördert. Worauf fokussierst du dich? Worauf fokussierst du dich? Fokussierst du dich am Morgen auf das Problem? Oder am Abend, bevor du zu Bett gehst? Fokussierst du dich auf das Problem oder fokussierst du dich auf die Lösung? Die Lösung ist Jesus Christus. Er sagt, wenn wir ihn betrachten wie in einem Spiegel, werden wir verwandelt in sein Ebenbild. Jesus sagt, wir werden größere Dinge tun als er. Er möchte in uns leben, Gott möchte in uns leben, der Heilige Geist ist da, wir haben alles zur Verfügung. Worauf fokussieren wir uns? Auf die Sachen, die wir jetzt nicht haben oder in der Welt noch nicht haben? Oder fokussieren wir uns auf das, was wir schon haben, vor allem in der geistigen Welt schon? Und das dann auch in die Welt kommt, weil Gott möchte die Sachen, die im Himmel sind, hier auf Erden bringen. Er möchte gute Repräsentanten auf dieser Erde haben. Er möchte, dass wir Freude haben, dass wir rausgehen. Wir Christen sollten die fröhlichsten, die lustigsten Menschen sein auf dieser Erde. Aber es schaut nicht immer so aus. Das muss ich auch sagen. Aber hey, wie ist es uns möglich? Durch wen? Durch Jesus Christus. Halleluja. Lass uns diese Entscheidung treffen. Entscheidest du dich heute, hier und jetzt, dich zu freuen, auch wenn schlechte Umstände kommen?
Bist du bereit für das? Bist du bereit, dich zu freuen? Hey, so gut. Weil es wird einen Unterschied machen. Die Leute werden schauen, wieso sind die so fröhlich? Diese Umstände, die sind ja gar nicht so gut da. Die sind nicht gut. Die freuen sich. Und das ist, hier sollen wir den Unterschied machen. Wir sollen den Unterschied machen. Bei euch in der Familie, wenn ihr gut gelaunt seid, das steckt an. Wisst ihr das? Und Gott möchte euch, und er hat euch alles schon zur Verfügung gestellt, damit ihr das machen könnt. Das muss kein Krampf sein. Dass, wenn du dich führen lässt, denk daran, lass dich führen, dann wird es dir einfach fallen. Weil Gott liebt dich und er lacht dich komplett aus. Nein, nein, sicher nicht. Er schmunzelt manchmal, wenn wir etwas machen, vielleicht, wo es nicht ist. Aber er möchte, dass du in das reinwächst, wie er ist, damit wir Repräsentanten auf dieser Erde sind. Die Band kann hochkommen. Eine Predigerin, die sagt es immer so, gewöhnt ihr an, jeden Morgen zu sagen, Gott, Vater, als du mich geschaffen hast, da hattest du den besten Tag. Du bist so gut zu mir. Versuch das mal. Ich habe das versucht. Schwierig. Schwierig, wirklich. Ich musste selber auch lachen natürlich, oder, als ich das gesagt habe. Aber wisst ihr, dass ihr einzigartig seid? Genau so, wie Gott das sich vorgestellt hat. Dass ihr mit oder ohne Make-up oder mit, was ihr anhabt oder was nicht, Gott liebt euch und hat euch perfekt gemacht. Diese Vielfalt, wie langweilig wäre es, wenn wir jemand kopieren würden, wie wir das so viel machen auf Instagram oder auf Social Media allgemein. Gott hat dich individuell, persönlich gemacht und du bist ein Segen. Gott braucht dich oder will dich brauchen, damit du ein Segen bist. Dass du merkst, wie gut er ist. Dass du ihm vertrauen kannst. Hey, du bist gut gemacht. Lass dich führen. Du bist so schön und so wertvoll. Oh, yes. Könnt ihr das sagen? Einfach, hey, mach mal die Augen zu. Mach einfach die Augen zu und sag einfach, hey Gott, ich danke dir, dass du mich so gemacht hast, wie ich bin. Es ist gut, wie du das gemacht hast. Ich sehe es nicht immer so. Ich möchte manchmal viel schneller. Ich möchte manchmal besser sein. Ich möchte manchmal das haben, was andere nicht haben. Aber ich möchte alles loslassen jetzt. Weil es ist streng, es ist anstrengend. Es ist anstrengend. Und ich gebe dir mein ganzes Leben hin, weil es einfach, weil du mich so viel besser führen kannst. Ich möchte diesen Tanz erleben. Es ist zu guter Musik, zu meiner Lieblingsmusik, zu tanzen und so durch die Welt zu gehen mit deiner Lieblingsmusik, mit diesem Takt, mit dieser Freude. Herr, brauche mich, wann du willst, wo du willst, wie du willst, zu jeder Zeit, weil ich dir vertraue, dass du es besser mit mir meinst, als ich es selber mit mir meine. Amen. Jetzt lass uns nochmal aufstehen und der Song heißt Alles tanzt. Alles um mich lebt, es ist Friday.
Distanz, niemand kann es mir nehmen. Mit allem, was ich bin, meinem König zu singen. Du allein, du allein, du bist genug, meine Freude, ist die Freude an dir. Ich weiß genau, du hast noch viel mehr von dieser Leichtigkeit. Ein Vorgeschmack von dem, was wartet in deiner Gegenwart. Es ist Freude, alles um mich lebt, alles um mich lebt. Es ist Freude, kann ich widerstehen. Alles tanzt, niemand kann es mir nehmen. Mit allem, was ich bin, meinem König zu singen. Du allein, du allein, du bist genug, meine Freude, ist die Freude an dir. Alles tanzt, niemand kann es mir nehmen. Mit allem, was ich bin, meinem König zu singen. Du allein, du allein, genug, meine Freude, ist die Freude an dir. Freude, Freude, du allein bist die Freude in mir. Freude, Freude, du allein bist die Freude in mir. Amen. Freust du dich? Weißt du, ich habe zu Ronny gesagt, was machst du dir überhaupt für Gedanken? Du bist so ein positiver Mensch. Ich weiß nicht, ich habe dich vielleicht ein paar Sekunden meines Lebens, habe ich dich irgendwie nicht freudig erlebt. Das ist dein Ding. Danke für dein Preach. Nehmt das mit. Lass dich füllen mit der Freude Gottes. Und wenn du merkst, weißt du, das habe ich dann, man ertappt sich dann plötzlich selber wieder. Da habe ich gemerkt, ich kann mich jetzt entscheiden, ob ich mich freue oder nicht. Lasse ich mich leiten von meinen Gefühlen? Lasse ich mich leiten von meinen Umständen? Oder lasse ich mich leiten von der ewigen Wahrheit, dass mein Name im Buch des Lebens geschrieben steht? Dass mein Gott mich bedingungslos liebt? Egal, ob ich gerade gut drauf bin oder nicht, er liebt mich trotzdem. Dass seine Gnade immer hier ist. Dass jeder Tag ein guter Tag sein kann. Weißt du warum? Weil dein Gott mit dir ist und weil dein Gott für dich ist. Amen. Dein Tag kann nicht schlecht werden. Du sagst vielleicht, ja, du kennst mein Leben nicht. Ich kenn's. Und ich hab's gelernt. Gott hat's mir beigebracht, fröhlich zu sein, voller Freude zu sein. Und wenn du heute hier bist oder online dabei und du kennst die Freude Gottes nicht, weil du Jesus noch gar nicht kennst, nur aus der Religionsstunde oder von irgendwelchen Leuten, aber selber hast du ihn noch nie angenommen, dann möchte ich dich einladen. Er wartet auf dich. Er ist für dich gestorben am Kreuz. Und er möchte heute seine Freude in dein Herz bringen. Heute. Nicht in ein paar Wochen, wenn du dann reif genug bist. Heute. Es ist deine Entscheidung. Du kannst heute hier sein und du kannst dieses Gebet sprechen. Ja, Jesus, ich glaube, du bist wirklich der Sohn Gottes. Du bist für mich gestorben am Kreuz, hast bezahlt für alle meine Schuld, ein für alle Mal.
komm in mein Leben. Ich brauche dich. Komm in mein Leben und füll mein Herz mit deinem Frieden und mit deiner Freude für immer. Amen. Und er wird kommen und er wird es tun. Und du wirst eine Freude erleben, die du noch nie gehabt hast. Noch nie. Eine bleibende Freude. Hey, heute ist unser Ministry-Team hier. Sie lieben es, für dich zu beten. Sie werden nachher auf der Seite hier draußen sein, wenn du Gebet möchtest. Vielleicht auch einfach ein Gebet, dass Gott Freude freisetzt in deinem Herzen, wie du sie noch nie erlebt hast. Dann geh auf sie zu. Sie lieben es, für dich zu beten. Wenn du heute zum ersten Mal hier bist, dann möchte ich dir sagen, ist zwar jetzt Schluss vom Gottesdienst, aber du bist ganz herzlich willkommen hier. Wir sind eine große Familie. Und komm nachher zu unserem Infodesk. Wir möchten dir gerne ein Willkommensgeschenk geben. Und mach es, bevor du deinen Kaffee bestellt hast. Dann kriegst du nämlich einen Gutschein. Und wir haben wirklich guten Kaffee. Ich empfehle Cappuccino, Flat White. Hey, wir sehen uns nächsten Sonntag wieder hier. Und wir werden über Peinlichkeiten sprechen, aber nicht von dir. Nicht von dir, musst du keine Angst haben. Wir werden darüber sprechen, was ich vor über 20 Jahren in Los Angeles erlebt habe, als John Maxwell, einer der bekanntesten Leiter auf der Welt, eine Predigt gehalten hat vor ganz vielen Leitern, die unser Leben total verändert hat. Für immer. So, komm wieder, bring Leute mit, lad Menschen ein. Lad gerade auch die Kritischen ein. Wir werden hier Freude haben. Wir werden Spaß haben gemeinsam. Ich habe zwei Videos. Die sind so peinlich. Die sind so peinlich. Aber einfach cool. Ich freue mich auf dich. Habt Gemeinschaft. Genieß diesen Sonntag. Gott ist mit dir. Gott ist für dich. Und er ist hier. Heute und jetzt. Lass ihn uns nochmal anbeten. Amen. Meine Freude ist die Freude an mir.